aufsehenerregende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Freudensprung. Willisau schlägt Schattdorf unerwartet hoch. 32 zu 6. 26 Punkte Unterschied. Rekord. So klar hat diese Saison noch niemand gewonnen. Sieger in allen 10 Kämpfen. Auch das hat heuer noch keine Mannschaft geschafft. Zweimal Schultersieg gerade nacheinander durch Roger Heiniger und durch Tobias Bartmann. Und zweimal technische Überlegenheit, beidmal durch Reichmut, einmal durch Stefan, das andere Mal durch Andreas. Willisauer Fans freut's. Aus Schattdorfer Sicht kann man es relativieren. Verletzungspech, der Kim Besse ausgefallen, Wolfer Länger, das schmerzt. Auch für nächsten Samstag gegen Hergiswil. Denn der zählt es. Denn der geht es um einen Abstiegskampf. Für Schattdorf Niederlage jetzt gegen Willisau zum Wegstecken. Für die Willisauer Ringer aber Selbstvertrauen tanken pur. Für einen ganz besonders, der Sammy Schärer schafft es und gewinnt gegen Michi auch. Das erste Mal überhaupt. Der Kampf war nicht alltäglich, hier seht ihr es. Der erste Punkt geht an Michi Jauch. Achtung, mit dieser Aktion gleicht der Sammy Schärer aus. Unentschieden, 1:1, Pausenstand. Nicht geschafft. Der Sammy Schärer stemmt seinen 10 Kilo schwereren Gegner. Gerade drauf, der Konter vom Jauch, 2:1. Im wahrsten Sinn vom Worte, ein Verdrängungskampf.
abgefangen und zu den eigenen Gunsten gedreht. Achtung, gerade nochmal 2 Punkte für den Scherer in diesem außerordentlichen Fight. Ihr seht sie jetzt gerade mit einem ganz speziellen Ende. Ja, auch Kleid, es steht 8-5 für den Sammy Scherer. Vor dem Schluss pfiff Handshake. Ringen auf die Helle Napf für diesen besonderen Moment. Willisau hat alle Kämpfe von A bis Z, oder besser gesagt von 1 bis 10 gewonnen. Es hätte aber auch können anders rauskommen. Dazu der Willisauer Trainer, der Thomas Bucheli. Wir haben ein paar Kämpfe gewusst, dass sie sehr knapp sind. Zum Beispiel der Jonas Bosser gegen Nicola Christen. Der ehemalige Internationale gegen aktuelle Internationale, der zwar ein bisschen leichter ist. Aber trotzdem, der Joni hat nach der Niederlage vom letzten Wochenende hat er jetzt heute eine ganz starke, routinierte Leistung abgeliefert und hat den Kampf können gewinnen. Mit dieser Aktion ist der Jonas Bassett nach einer Minute und 15 Sekunden bereits 2-0 in Führung gelegen. Aus dieser Aktion haben sich dann gerade weitere 3 Punkte ergeben. 2 für Jonas Bosset, 1 für Nicola Christen. So ist es bis zur Pause geblieben. Der spektakuläre Aufholjagd vom Christen mit sättigen Kraftanstrengungen hat den Schlusspfiff ein Ende gesetzt. Hochtön verloren, umso bitterer für Schattdorf. Umso strahlender dank der Leistung von Jonas Bosser für Willisau. Bosser Jonas!
Litauen, eine wahre Ringerhochburg im Baltikum. Dort ja schon im September Militär-WM stattgefunden, wo ja auch der Stefan Reichmuth teilgenommen hat. Auch der Alex Knecht hat einen sehr guten, konzentrierten Kampf gezeigt, wo wir wissen, dass es schwierig ist zu gewinnen oder knapp wird sein, aber er hat das sehr überzeugend gemacht. Beim Alex Knecht war es gerade umgekehrt. Da hat er aus einem Pausenstand von 2:2 die Aufholjagd gestartet und gegen Renato Kempf komfortabel am Schluss 10:3 gewonnen. Und es sind natürlich noch andere, wo wirklich auch der Sammy Scherrer zum Beispiel, der gegen Jauch Michi das erste Mal überhaupt gewinnen konnte. Das ist auch ganz speziell und mag ihm das sehr gönnen. Er hat dafür gearbeitet und hat das heute erreicht. Also auch ein außerordentliches Resultat, auch mit wirklich außerordentlichen einzelnen Kämpfen, die gut gelaufen sind für euch. Wie geht es weiter? Wer ist der nächste Gegner? Was schätzt ihr für Chancen? Der nächste Kampf ist gegen Einsiedeln. Es ist einer von denen, der noch um ein Halbfinale einzogen kämpft. Also die werden alles versuchen, nehme ich jetzt mal an, dass die möglichst noch stark aufstellen, obwohl wir Favorit sind. Aber wir sind gewarnt. Wir haben vor 2 Jahren 2 Einsiedeln verloren in einem Kampf. Und das darf uns nicht noch einmal passieren. Wir wollen dort auch gewinnen. Natürlich, wenn wir wieder eine gute Mannschaft stellen, aber trotzdem vielleicht ja, wir haben ja verschiedene Leute eingesetzt, viele Leute eingesetzt und jetzt wollen wir mal die vielleicht noch ein bisschen testen, wo jetzt doch schon, oder noch einen Kampf mehr, um Erfahrungen sammeln geben. Aber so einfach, dass wir gleich den Kampf sicher hätte können gewinnen. Also Einsiedeln, ganz viele Doppellizenzen, die Stärke zum Einschätzen, auch nicht ganz so leicht, wie man auch das Resultat gegen Kreiser anschaut, das sie gemacht haben. Genau, Einsiedeln ist sehr schwierig einzuschätzen, weil sie einen ganzen Haufen Leihringer haben. Und wenn sie wirklich alle drin haben, dann ist das eine Top-Mannschaft, die man absolut nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Es ist schwierig zu sagen, wie sie rechnen. Vielleicht kommen die nicht oder sind die anderen Clubs unterwegs am nächsten Wochenende. Das kann sein. Aber wenn sie alle drin haben, dann müssen wir wirklich parat sein und dann müssen wir wirklich auf alles vorbereitet sein. Richtig spannend ist es dieses Jahr. Nicht an der Spitze der Tabelle, sondern am Schluss. Und nicht nur spannend, sondern ganz wie es kommt auch kompliziert. Mehr dazu gerade nachher. Der Schattdorfer Trainer zu den Aussichten am Samstag gegen Hergiswil zu gewinnen. Schattdorfer Sheikh haben sie am Samstag gegen Hergiswil. Bei aller Freundlichkeit. Unwahrscheinlich. Die testet für ein Halbfinale. Was rechnet ihr euch da? Jetzt ein bisschen weiteren Ausblick. Wie sehen da die Chancen aus? Halbfinale wird sehr wahrscheinlich gegen Frey Amt sein, so wie es jetzt aussieht. Es wird sowieso auf das rauslaufen. Gegen Frey Amt ist immer ein 50-50-Kampf. Es ist immer eine riesige Sache, obwohl wir jetzt vor ihnen sind. Sie haben Doppellizenzen, die sie auch noch einsetzen können, mit dem Manuel Jakob, der glaube ich noch gar nie gerungen hat die Saison, und der Thomas Wild, der glaube ich auch noch nie drin war. Sie können dort noch ein bisschen zulegen. Und obwohl wir gegen Frey Amt gewonnen und dann schon entschieden gemacht haben, dürfen wir uns da nicht blenden. Und wir wissen genau, dass es dort noch eine Steigerung braucht, dass wir die sonst nicht gewinnen können. Der Blick auf die Tabelle zeigt, Willisau ist definitiv im Halbfinale und der Gegner heisst Freiamt, so oder so. Weil Kriesern ist und bleibt erst, egal was passiert. Und darf gegen einen der unteren Mannschaften antreten, Einsiedeln, Schattdorf oder, mit Glück, Hergiswil. Viel spannender als oben ist es heuer am Ende der Tabelle. Wenn Hergiswil gegen das angeschlagene Schattdorf gewinnt, durchaus möglich, sind 3 Mannschaften mit je 4 Punkten zuletzt.
Wer weiss, was da passiert. Gewinnt Schattdorf ist Hergiswil definitiv im Abstiegskampf. Gewinnt auch noch Einsiedler gegen Willisau, haben zwei Mannschaften je 6 Punkte. Und wieder wird es kompliziert. Wer ist der im Halbfinale? Vielleicht erklärt es uns ja der Gianni in seiner Prognose aufs spannende Ringerwochenende. Darum nicht verpassen, den Gianni Meng demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.